Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge 100 Tage Zivilisation. Ja, ich habe ein bisschen was getan. Ihr seht, 15 Tage haben wir schon überlebt. Also ich habe ein bisschen weitergespielt, keine großartigen Story-Fortschritte gemacht, auch noch nicht weitergebaut an unserem Dorf. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert, wie wir schneller an Smaragd und Eisen und sowas kommen. Und die werde ich euch jetzt mal zeigen. Ihr seht ja auch, ich habe eine Eisenrüstung an, die enchanted ist. Erkläre ich euch gleich, wie das dazu kam. Also, die erste Idee, die ich hatte, wenn wir uns mal hier den Dude angucken, der gibt uns für Weizen und für Karotten ja schon ganz gute Trades. Habe ich mir gedacht, okay, dann machen wir es auf die klassische Art und Weise. Und ich zeige euch mal, wie. Ich habe da oben was gebaut. Ja, Schweine interessieren mich jetzt nicht. Ich laufe einfach mal durch. Die sind wirklich, wirklich nervig. Und war ganz froh, dass ich da, wo ich was gebaut habe, weniger Schweine habe. Da stand ich nämlich eine ganze Zeit lang. Habe ein bisschen AFK gefarmt. Und ja, Farm trifft's, denn es ist eine kleine Farm, die ich da oben gebaut habe. Seht ihr schon da? Ich habe auch einen Baum angepflanzt. Das ist über dem Meer. Also, ich habe über dem Meer eine kleine Hütte da aufgebaut. Irgendwie ein paar Weizen und Möhren angepflanzt. Stand hier echt ein paar Tage AFK rum. Ja, habe hier schön meine ganzen Sachen angepflanzt. So wie man es ganz klassisch in Minecraft macht. Habe nebenbei Bäume gefällt, weil mir langweilig war. Ja, beim AFK stehen ist es nun mal langweilig. Hier sind noch ein paar Sachen drin, die ich gebraucht habe. Aber es hat tatsächlich nicht viel gebracht, denn es sind viele Möhren, ja, aber es sind nicht genug, um wirklich sich OP-Sachen zu kaufen, weil der Rüstungstyp einfach so super teuer ist. Ich meine, ich kriege einen Smaragd für 16 Möhren, dann habe ich jetzt, weiß ich nicht, einen Stack Smaragde bekommen und selbst damit komme ich einfach nicht weiter. Wir gehen jetzt mal nochmal zum Rüstungstypen und ich zeige euch, was ich meine. So, laufen wir da mal schnell hin. Was ist eigentlich hier? Hier hat sich doch irgendjemand. Ah, das ist nur eine Blume, okay. Ich dachte, da wäre schon irgendjemand wieder in irgendeiner Hecke gefangen. Passiert immer wieder mal, komischerweise. Also ihr seht, ich habe noch nicht weitergebaut. Hier ist der Brunnen, da sind die beiden Häuser, die wir gebaut haben. Mehr ist noch nicht passiert. Schaffarm haben wir ja selbst gebaut. Da hinten, das haben wir auch noch. Und mehr habe ich nicht gemacht. Aber hier der Typ, der verlangt ja ziemlich viel. Ja? Wenn er mal schaut, für das gute Zeug hier 57 Smaragde, 37 Diamanten, da weiß ich noch nicht mal, wie ich da rankommen soll. Und ohne Ende irgendwie Smaragde, ganz schön viel. Hier Schärfe 2 Schwert für 41 Smaragde. Da müssten wir uns irgendwie 6 Schwerter von kaufen oder so. Die Spitzhacke, die ist okay. Aber auch da müssten wir, also das ist schon sehr, sehr teuer, was er hier hat. Alles sehr, sehr teuer. Und deswegen war die Idee mit dem Crop Farm, also mit der kleinen Farm über dem Meer, die war nicht wirklich gut. Ja. Dann habe ich geguckt, was können wir trotzdem, was könnten wir vielleicht machen, was können wir machen? Und bin nochmal zu dem Typen gegangen, weil ich denke, dass das hier der Schlüssel ist. Dann habe ich gesehen, okay, 5 rohe Hühnchen für den Smaragd. Naja, Hühnerfarm machen? Weiß nicht. Dann habe ich gesehen, 2 rohe Kaninchen für 3 Smaragde. Wow, das ist doch das Ding. Kaninchen. Wir bauen eine Kaninchenfarm, züchten die massenhaft und kriegen so viele Smaragde. Ja, Pustekuchen, Leute. Ich bin über die ganze Welt gerannt und habe Hasen gesucht. Es gibt keine. Es gibt keine Hasen. In der Wüste spawnen Skorpione, Krebse und Schlangen. Und entweder sind die quasi mal irgendwann Hasen gewesen und wurden umgeschrieben, oder aber sie nehmen halt die Cap weg für die Hasen, dass die gar nicht mehr spawnen können. Von daher war ich sehr enttäuscht und wir konnten ihnen das nicht machen. Also ich habe wirklich keine Hasen. Selbst im Schneegebiet gibt es keine Hasen. Dann habe ich geguckt hier, wir haben ja hier mehrere Gebäude noch, die wir machen müssen. Unter anderem aber auch Farmland. Das könnte eine Idee sein.
Ich laufe da mal hin, damit ihr wisst, was ich meine. Könnte eine Idee sein, dass hier bei diesen Farm-Dingern vielleicht auch eine kleine Hasenfarm dabei ist. Wissen tue ich es aber nicht. Da oben ist noch einer, da ist noch einer. Das kann man alles machen. Hier wird wahrscheinlich ein Farmhaus sein, rundherum Farmen. Aber das kann auch Weizen sein, das kann Möhren sein. Das müssen nicht unbedingt Tiere sein. Da oben ist auch noch was. Ja, da sind auch noch zwei, drei Sachen, die man eventuell könnten das auch vielleicht Hasen sein. Aber ja, ich wollte mich nicht auf mein Glück verlassen und das ist ja auch noch irgendwie alles weit weg. Von daher, Plan C war ein ganz anderer. Und den werde ich euch jetzt zeigen. Ich habe nämlich was gebaut, was ich eigentlich nicht bauen wollte, eine automatische Farm. Ihr wisst, ich wollte das hier ohne spielen, aber ich konnte meine Finger nicht davon lassen. Ich habe euch den Spot auch schon mal gezeigt und wir gehen jetzt dahin. Und ich habe tatsächlich auch ein paar Wurfträger der Geschwindigkeit gefunden. Und deswegen machen wir es jetzt einfacher und laufen ein bisschen schneller dahin. Und dann zeige ich euch, was ich da gemacht habe. Woher ich die Wurftränke habe, zeige ich euch auch noch. Denn es gibt tatsächlich bei diesen Lucky Boxen, die haben wir schon mal geöffnet, gibt es ja drei und die sind ja dann verschwunden, als ich eine geöffnet habe. Die kommen tatsächlich immer wieder in regelmäßigen Abständen. Ich kann euch nicht genau sagen, wie. Es ist nicht jeden Tag, das habe ich schon bemerkt. Es ist auch diese 15 Tage Überleben, ist nicht immer ein Minecraft-Tag, sondern das dauert viel, viel länger. Das scheint mir irgendwie auch sehr random zu sein, immer noch kaputt anscheinend, cursed. Funktioniert nicht so ganz. Also diese 15 Tage, nee, das ist nicht richtig. Also ich habe hier schon wesentlich mehr Minecraft-Tage verbracht und ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber unser Ziel ist das Schloss, ja. Da habe ich nämlich eine kleine Farm gebaut. Und die ist auch gut. Die bringt jetzt nicht den versprochenen großen Erfolg, aber die ist besser als alles andere, was wir so haben. Und zwar erinnert ihr euch ja an die Spawns. Hier wird wieder auf mich geschossen. Der Typ schießt die ganze Zeit auf mich. Ja? Ich weiß nicht warum. Der mag mich nicht. Die anderen lassen mich in Ruhe. Es ist nur dieser eine Typ, der die ganze Zeit auf mich schießt. Ich weiß nicht warum. Ich habe ihn auch schon mal gekillt. Er macht es immer wieder. Vielleicht, weil ich seine Freunde ein bisschen ärgere. Das kann gut sein. Hat er vielleicht gemerkt, denn hier, seht ihr schon, habe ich etwas gebaut. Und zwar habe ich die beiden Spawns umgebaut zu einer kleinen Mob-Farm. Und ja, die spawnen dann jetzt hier, ne? Wir können es uns mal anschauen. Gehen dann hier übers Wasser, da rein in einen kleinen Fallschacht. Ihr seht das hier jetzt. Ja, die werden da reingetrieben. Fallen dann in diesen Schacht rein. Ich habe hier ein bisschen zugemacht, habe ein bisschen umgebaut, das ganze Schloss. Bin dann hier im Zimmer gelandet. Und dann landen die hier. Und ja, hier ist mein Dreizack-Killer. Machen wir mal an. Und dann sterben die da. Ja, die geben. Ist ein bisschen laut. Ne? Ein bisschen laut. Wir können uns mal entfernen. Da ist noch Loot, den ich nicht brauchte. Die geben leider keine XP. Die muss ich mir selber farmen. Ihr seht, ich habe auch keine Level mehr, weil ich diversen Stuff hier einfach auch schon ein bisschen verzaubert bzw. umgemerged habe mit einem Amboss. Denn hier kommt das Loot rein. Und ihr seht, die droppen ganz gut. Ja, die droppen. Alles Mögliche. Die droppen sogar Netherquarz, die droppen Goldklumpen, sie droppen aber auch viel Müll. Erstmal das. Und sie droppen auch Gold und Eisen. Und das gar nicht schlecht eigentlich. Ich muss nur immer Platz machen hier. Das ist das einzige Problem. Ich muss das immer alles wegschmeißen. Hier diese Kettensachen brauche ich eigentlich nicht. Und die Verzauberungen sind auch nicht wirklich gut. Ihr seht immer so Feuerschutz 1, Haltbarkeit 1. Ich muss viel zusammenverzaubern, dass ich hier überhaupt was Cooles bekomme. Aber das ist okay. Das ist okay, das geht. Und so kann man immer auf Rüstung zurückgreifen. Ich schmeiß das mal alles wieder weg hier, damit da ein bisschen Platz ist.
Allerdings funktioniert es nicht so 100%. Erstmal alles wegschmeißen. Denn damit hier was spawnt, muss ich entweder ganz nah hier dran stehen, das sehr, sehr laut ist. Oder ich muss oben stehen. Oben geht auch. Dann spawnen die und werden unten gekillt. Wir haben jetzt auch gerade Nacht. Da drüben können auch Mobs spawnen. Da habe ich nicht gut genug ausgeleuchtet. Das ist nicht super sicher hier. Denn die Mobs können ja auch da reinkommen. Ja, da. Nicht super sicher. Deswegen sollte man nachts trotzdem nochmal schlafen. Das ist keine AFK-Farm hier. Die habe ich auf die Schnelle gebaut. Man sollte dabei stehen bleiben. Definitiv. Weil es immer passieren kann, dass mal ein Mob die Treppe runterkommt. Ist mir schon passiert. Von daher. Ich bin nicht gestorben. Aber ist mir halt schon passiert. Und die machen ganz komische Geräusche, wenn die sterben. Also, wieso? Ja, ganz komisch. Ganz merkwürdig. Aber die machen so sehr merkwürdige Geräusche. Und ja, kann man dann hier stehen? Ich könnte mich auch hier einbauen. Dann wäre ich relativ sicher vor Mobs. Da habe ich, wie gesagt, zugemacht, dass keine Creeper oder Zombies oder so reinkommen. Aber da hätte ich noch ausleuchten müssen. Vielleicht mache ich es noch. Die Farm bringt ein bisschen was, wenn man AFK steht, beziehungsweise immer wieder auch die Waffen leer macht. Nein. Dann ist sie okay. Und ihr seht schon hier jetzt wieder 5 Eisen gerade eben rein. Es gibt auch Hähnchenfleisch gebraten, es gibt Feuerstein, es gibt Kuchen, warum auch immer die Kuchen spawnen. Aber man muss es halt immer säubern mit dem ganzen Dreck, der hier so reingeschleust wird. Damit auch weiterhin, ich habe jetzt halt nur 2 Kisten gemacht. Man kann das System erweitern, klar. Aber so wichtig war es mir nicht. Ich wollte ein bisschen Equipment haben, dass wir den Wüstentempel machen können, dass wir den Dschungeltempel machen können. Solche Dinge. Ah, ich habe hier noch ein Schwert. Auch noch raus. So. Und das ist okay. Also, ihr seht ja, Schutz habe ich drauf. Schutz 2 zwar nur, hier Schutz 3 Haltbarkeit. Ich habe auch das Schwert, ist auch okay. Schärfe 4 und Rückstoß ist okay. Der Bogen ist gut. Es sitzt nicht super. Die Axt ist gut. Ist jetzt nicht das Beste vom Besten. Ist ja auch nur Eisen. Aber es ist okay. Ich habe hier noch Rüstung drin, die ganz gut ist. Das sind meine Baumaterialien. Übrigens die Trichter, das ist auch ganz cool gewesen. Ich zeige euch mal, wo die sind. Die habe ich nämlich alle geklaut. Und zwar war das das Fallgitter da oben. Seht ihr noch? Ja. Das waren alles Trichter. Also irgendwie habe ich mich komplett abgebaut. Oder halb abgebaut, sagen wir mal so. Und habe die alle benutzt hier. Sehr, sehr, sehr interessant. Das ist das, was ich jetzt gemacht habe, um zu gucken, ja, wie kriege ich denn jetzt Stuff? Ja, wie kriege ich Stuff? So, die lassen mit den. Die sind übrigens auch aggro auf mich. Die haben dann aggro wie Zombie-Piglins, ja. Wenn man die killt, dann das mögen die nicht. Dann greifen die Kollegen mich auch an. Von daher muss ich jetzt auch aufpassen, wenn ich hier weggehe und die spawnen zwar. Aber die anderen sind schon ziemlich aggro. Hier wäre ebenfalls noch ein mit den Axtleuten hier ein Spawn, den man umbauen könnte. Da drüben auch. Auch noch ein Spawn, aber das ist zu weit auseinander, dass die alle getriggert sind. Ihr habt ja schon gesehen, ich kann auch nicht mal, wenn ich unten stehe, den hier, die beiden hier oben triggern. Auch das hier wäre eine Möglichkeit. Hier die an der Treppe, da haben wir da einen, also hier haben wir einen, da unten haben wir einen, und da ist ja auch noch mal einer in der Wand. Eventuell würden die alle triggern, wenn ich mich hier so hinstelle und könnte das mit Wasser dann irgendwie machen. Aber ich habe mir gedacht, hey, jetzt habe ich eine Farm gebaut, die ist so lala, ja. Von daher, da sind Lucky Blöcke wieder, wie ihr seht. Ich muss aber erst den Kollegen mal killen. Das machen wir jetzt. Und dann machen wir mal Lucky Block auf und ich zeige euch, die sind immer gleich tatsächlich. Und der Beste, den haben wir gar nicht genommen. ich zeige euch das jetzt. Oh, hier wurde jemand erschossen. Das ist nochmal ein Eisen für mich. Und ja, der schießt einfach. Der schießt einfach auf mich die ganze Zeit. Der Kollege hier. So. Und wie ihr seht, der hat auch Stuff gedroppt hier. Feuerschutz, Explosionsschutz, ein Schwert. Und Bogen, den brauchen wir nicht. Und das hier auch. Irgendwie hat der ganz schön viel gedroppt. Keine Ahnung, was er irgendwo aufgesammelt hat oder so.
Das sind die drei Lucky Blöcke, die sind immer gleich. Den hatten wir damals geöffnet, der war nicht so spektakulär. Der hier, der ist gefährlich. Da trifft euch ein Blitz. Gut, man stirbt nicht, aber es wird sofort Nacht. Der Blitz trifft euch, es wird sofort Nacht. Aber der hier, das ist der Gute. Okay, Behutsamkeit. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Sollte nicht so sein, Leute. Den machen wir auf. Und zack, seht ihr, was es hier gibt. Hier gibt es drei Dias, zwei Tränke der Geschwindigkeit, einmal Stiefel, letztes Mal habe ich andere bekommen, wundert mich jetzt, aber hier ist Schutz 4, Eisläufer, Federfall, Haltbarkeit und Reparatur drauf, aber auch Flucht der Bindung und Flucht des Verschwindens, nicht so gut. Aber der Drop insgesamt, das sind die Sachen hier, der ist gar nicht schlecht. Ja, wenn man den immer wieder mal öffnet, bekommt man auch sein Stuff. Ja, das müssen wir also auch machen. Und ja, warum immer wieder mal hier einer von denen aggro auf mich ist und auf mich schießt? Keine Ahnung, Leute. Manchmal auch nicht. Manchmal komme ich dann wieder hier hin und irgendjemand schießt wieder auf mich. Sehr strange. Ich habe hier die Treppen abgebaut, weil ich die brauchte. Und ja, das ist jetzt alles so ein bisschen... Ja, nicht so, wie ich es machen wollte, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich wollte es eigentlich ganz normal durchspielen. Aber die lassen mich halt nicht ganz normal durchspielen. Ja, das geht einfach nicht. Da kommen wir nicht weiter mit. Es sei denn, wir sterben die ganze Zeit über, wenn wir hier versuchen, die Leute irgendwie diese Dungeons zu machen. Und ich würde sagen, als nächstes werden wir uns jetzt mal in den Wüsten-Dungeon wagen. Das machen wir. Ich brauche noch eine neue Schippe. Ich habe nämlich gesehen, da muss man relativ viel Sand abbauen. Und dann werden wir uns dahin begeben. Ich nehme euch mit. Jetzt bekommt ihr erstmal den ersten Schnitt hier, denke ich. Und dann sehen wir uns gleich am Wüstentempel. So Leute, wir sind am Wüstentempel angekommen. So sieht das ganze Ding aus hier. Ja, und hier seht ihr schon, hier ist Sand. Darunter ist ein Weg, den habe ich nämlich schon gesehen. Wollte aber noch nichts machen. Das müssen wir halt hier erstmal alles weggraben, um dann da auch reinzukommen. Und ich bin gespannt, was uns da so erwartet. Ich habe jetzt mitgenommen meinen Bogen, mein Schwert und sonst eigentlich nicht viel. Ein bisschen was zu essen, natürlich ein paar Fackeln und meine Rüstung. Mehr nicht. Wenn ich sterbe, kann ich nach Hause bzw. spawnen irgendwo. Ich weiß gar nicht genau wo. Rüste mich neu aus und gehe wieder rein. Das machen wir jetzt einfach. Ich hoffe aber, dass ich gar nicht sterbe. Da unten wird es dunkel sein. Wir haben Fackeln dabei. Wir machen langsam. Ja, wie immer. Sicher. Und ich grab das jetzt mal hier weg. Und ich habe mich hier hochgestellt, weil hier ständig Skorpione spawnen. Die sind auch total nervig. So wie die Schweine. Schlangen, Skorpione, alles nerviges Zeugs. Leider keine Hasen, habe ich ja schon gesagt. Schade eigentlich. Aber ich habe noch keinen einzigen gesehen. Ich baue das mal weg hier und dann hören wir uns gleich. So Leute, der Weg nach unten ist frei, wie ihr seht. Ja, wie gesagt, wenn ich die Aufnahme mache, dann stelle ich mich immer hier irgendwie oben hin. All die Schlangen sind echt nervig. Meine Schippe hat gerade so gereicht und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal runter. Ja, ihr seht, hier ist noch alles soweit okay. Ja. Aber es geht tief runter. Ich werde immer mal Fackeln setzen, hier auch schon. Und dann schauen wir mal, was uns so überrascht. Oh! Wow! Okay, ihr seht schon, da sind die ersten Zombies, die jetzt angerannt kommen. Ein Erdbeben, also das war ein Effekt, der vorgeplant war. Das ist schon krass. Schwert ist gut. Schwert ist gut, muss ich sagen. Gefällt mir sehr. Wir können hier schön ja, die ganzen Dinger wegholen. Two Hits. Das passt. Ja. Setzen Fackeln immer wieder. Ja. Ansonsten töten wir die alle. Ich hätte jetzt gesagt... Ah, im Moment mein Sandstein. Da. Ich hab ein bisschen Sandstein hier mitgenommen. Es gibt hier zwei Gänge, da und da. Die hätte ich jetzt erstmal zugebaut, damit wir uns auf einen konzentrieren können. So, ja, Spinnen kommen natürlich durch. Ja.
aber nichts anderes. Creeper. Holen wir weg. Und ja, dann gehen wir natürlich mit unseren Fackeln hier rein, setzen da mal eine Fackel rein. Da würde ich auch gleich eine Fackel reinsetzen, einfach damit ganz vorne nichts spawnen kann. So, und dann holen wir das ganze Zeug weg. Da einfach mal zack, zack. So, ja, und dann, ne, nach und nach, Leute, nach und nach. Okay, sieht geil aus, ja. Ist schon schön. Okay. Okay. Ja, die können wir getrost erstmal, glaube ich, beiseite lassen. Ich glaube nicht, dass da noch Spinnen kommen. Ich weiß es nicht. Die schießen jetzt gegenseitig auf sich. Das ist auch immer nice. Den können wir one-hitten vielleicht. Ah, gut, nicht ganz. Aber zack, der ist tot. Aber das kümmert uns nicht. Oha! Leute, guckt mal. Netherite-Rüstung haben die an. Und Netherite-Schwerter, die muss ich killen. Und zwar schnell. Nice. Und ich habe sogar Netherite bekommen, glaube ich. Oh ja, aber Schrott. Ja. Schrott. Nicht mehr viel, aber immerhin, die sind weg. Ich bin aber auch vergiftet. Der eine hat mich wohl getroffen. Okay. Ich werde hier erstmal ausleuchten und versuchen, hier Ruhe reinzubringen. So, das sollte reichen, um sicher zu sein. Ah, da oben vielleicht noch mal ein. Ich weiß nicht, ob die von da irgendwie gesprungen kommen. Ich weiß auch nicht, ob hier Spawner sind. Da müssen wir ja halt auch noch mal drauf gucken. Das wäre vielleicht noch interessant. Hier nochmal eine Fackel hin. So, also Spawner scheinen hier keine zu sein. Das war anscheinend wirklich nur die, die hier drin waren, beziehungsweise die hier spawnen. Also guck mal. Oh, Leute, guckt euch das mal an. Wow. Ja, das nehmen wir natürlich alles mit. Ja, ich glaube, wir haben schon wieder so viel. Wir werden so viel looten hier, dass wir das gar nicht alles mitkriegen. Das lasse ich hier. Ich lasse auch mal den Sand hier. Obwohl, vielleicht, ich nehme ihn nochmal mit. Also Sand kann ich immer gebrauchen. Wenn ich Platzmangel habe, dann ja. Da sind noch zwei andere Kisten. Die werden wir auch nochmal mitnehmen. Ich stelle mich immer so ein bisschen an den Rand, weil ich nicht weiß, ob da. Oha. Okay, die. Oh, guckt mal hier. Netherite-Schwert. Das heißt, wir brauchen das gar nicht bei dem Kaufen und können damit die Quest abschließen bei dem Titanenmann. In Titandorf. Die ist das? Nee, gar nicht wahr. Das ist der in Wüsten, in der Wüstenstadt. Die Quest mit dem Netherite-Schwert. Das haben wir schon mal. Dann könnten wir uns nämlich theoretisch. Oha. Boah, Dias. Nice. Zauberbuch hier. Schutz 4. Nice. Wow. Das ist geil. Ja, das ist geil. Da hinten ist noch eine Kiste. Mal gucken mal hier rum. Na, okay. Das ist die Kiste noch hier. Und ich glaube, das war's. Ja, die ist leer. Sehr gut. Okay. Was haben wir da oben? Haben wir da irgendwie was in der Stadt? Ja, das ist ein Glowstone oder ein Pilzlicht oder so. Ich glaube, das war's. Es ist schön gemacht, auf jeden Fall. Die Statuen, die ägyptischen hier. Ja. Schön gemacht. Ich würde sagen, wir nehmen uns die anderen beiden Räume. Erstmal den hier. Creeper. So. Mal gucken, dass hier nichts spawnt, ne? Das sollte es nicht mehr. Da ist eine Glocke. Auch ganz cool gemacht. Also klar, wenn man mal irgendwie Glowstone braucht oder Pilz, das ist. Nee, das sind Goldblöcke, oder?
Leute, das sind Goldblöcke. Hopp. Zeigt mal. Ja klar, Rohgoldblock. Ja, das nehmen wir doch mit. Warum denn nicht? Da komme ich nicht dran. Ha, Moment. Zack, jetzt haben wir. Okay. Also, gucken wir in die Kisten. Oha, so viel Netherquarz. Oh, Netherite Barren, Leute. Geil. Gold, Eisen, ja, die Fläschchen und eine Diamantpferderüstung. Weiß nicht, was ich damit machen soll. Okay, ich habe ein Pferd. Ja, gut, dann kriegt das Pferd das halt. Ansonsten lasse ich sie hier, weil wir haben noch so viel Loot und ich habe keinen Platz mehr. Wieder Federfall 4 Buch. Richtig stark. Ja, das Gold nehmen wir mit. Die Augen nehmen wir mit. Die Dias nehmen wir mit. Smaragde, Schießpulver. Ja, der Diamanthelm. Da muss ich jetzt die erste Sache für weichen. Der Sand. Der ist nicht ganz so wichtig. Ja, ansonsten nach und nach. Ich kann auch mit dieser Rüstung halt nichts anfangen hier. Ja, mit dieser Netherite-Rüstung. Die ist halt Schrott. Ja, ich könnte sie verbessern. Eventuell könnte man das sogar machen. Wir schauen mal, Leute. Nächste. Oh, eine Schalkerhöhle, aber nur eine. Aber die muss ich mitnehmen. Ja, die muss ich mitnehmen. Kopper, ja gut, nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ja, ich lasse den Sandstein hier. Was soll ich damit? Ich packe das da rein dafür und lasse den Sandstein hier. Vielleicht fehlt mir noch eine zweite Schalkerhülle. Das wäre super. Eine Schalker zum Mitnehmen. Na, die war leer. Okay, schade. Also es gibt immer eine leere anscheinend. Glocke brauche ich nicht unbedingt. Da steht ein Creeper. So. Ah, okay. Habe ich ihn getroffen? Ja, nice. Okay, da gehen wir gleich rein. Ich hoffe, ich finde noch eine zweite Schalkerhülle. Das wäre genial. Und ansonsten brauchen wir hier erstmal nichts. Die Kupferstäbe, die brauchen wir nicht unbedingt. Nee, ich sehe hier nichts, was wir wirklich brauchen. Also von daher immer mal um die Ecke gucken. Man weiß ja nie. Ja. So, und dann werden wir mal die Dinger hier wegholen. Und ich denke, das war's. Ja, hier eine Fackel hin, hier eine Fackel hin. Ende im Gelände, Leute. Und dann können wir uns mal in Ruhe hier die Kisten anschauen. Und die zuerst, ja, wieder Gold natürlich. Dias, auch stark. Ja, was ich mit dem ganzen Quarz soll, weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen was gebraucht, das habe ich ja vorher schon gefunden. Die Dia, die Spitzhacke nehmen wir natürlich auch mit. Und ja, jetzt bleibt der Sand da. Als nächstes bleibt das Eisen da. Das brauche ich auch nicht unbedingt. Aber peu à peu. Oh ja, hier Eisen jetzt. Oh, guck mal hier. Zweite Schalkerstelle. Nice. Stark, ja. Eventuell kann ich auch das da lassen. Muss ich mal schauen. Noch passt alles. Noch passt alles. Von daher. Da haben wir aber noch eine Kiste. Die ist leer. Ja, wie immer. Eine leere Kiste. Also, guter Loot und vor allen Dingen das hier, die Schalkerhüllen. Wow, ja, stark. Kein Questgegenstand, beziehungsweise, ja gut, wir hätten das Netherite-Schwert. Das ist ein Questgegenstand. Ansonsten gute Zauberbücher. Wir haben Schutz, wir haben Schärfe und Federfall. Auch gut. Level habe ich jetzt auch wieder ein paar gesammelt. Stark, hat sich doch gelohnt. Ja, ich denke, die Dschungelpyramide wird sich genauso lohnen. Und ansonsten würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich gehe jetzt nach Hause, bringe meinen Loot weg. Und ja, dann sehen wir uns. Lasst bitte ein Like da für die Folge. Und ich werde jetzt noch nebenbei ein bisschen an meiner neuen Mobfarm stehen, noch ein bisschen was machen. Eventuell kriege ich auch noch irgendwas hin, wo ich Level bekomme. Ich brauche unbedingt Level. Muss ich vielleicht die ganzen verzauberten Sachen einfach entzaubern. Es gibt ja auch Level. Wäre eine Möglichkeit. Um ein bisschen Level zu bekommen. Mal schauen, ob sich das lohnt. Ich nehme mal einen Schleifstein mit, stelle mich da hin ein bisschen. Und dann sehen wir uns. Also, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.